ich denk an vergangene Zeiten, an die herrlichen Sehenswürdigkeiten unserer Wiener Stadt von anno damals. Da klopf bis zum Hals mir mein altes Wiener Herz. Es erzählte mir oft mein Herr Vater von der Sesselfrau von Maraune Prata. Doch mein Fiaker und Wasser gingen dahin, des schönsten Berufe aus Hallein. Man hat drüber gesungen, voll Herz und voll Gemüt. Nur für einen Beruf gab's bis jetzt noch kein Hallein. Die alte Enkelmacherin vom Diamantengrund, die gibt's heut nimmer mehr. So manchen Mädel, dass sie not war und vor Angst und Scham halb tot war, hat gerettet sie die Ehe. Sie hat ein Flug gemacht aus jedem Elefanten und erwarb viel Sympathie. Wer hast du heute doch keine Sorgen, hast du sie vielleicht schon morgen und einen Ausweg wusst nur sie. Ihre Kundinnen, die waren niemals skeptisch, sie blieben ihr ganzes Leben treu. Und wo ihr Werkzeug einmal nicht ganz antiseptisch, dann machte sie statt eine Minkerl zwei. Die Enkelmacherin vom Diamantengrund verteidigte sich dann. Überlegt sich's doch ein Winkel, es gibt im Himmel so viele Engel, und auch wenn's bei mir kommt's wirklich nicht mehr an. Hallo! Sie hat viel Katastrophen verhindert, ach, die Wohnungsnot hat sie oft gelindert. Und sie hat doch, wenn's niemanden kümmert, Atome zertrümmert, wo es erste in Hawin. Sie verzichtete auf jeden Titel, so bescheiden waren ihre Mittel. Wo's die Ärzte erreicht haben mit viele Vipan, hat sie nur mein Gott vertrauen dann. Und manchmal als Lohn für ihr edles Bemühen, da kommen die Engel auf Urlaub nach Wien. Zur alten Engelmacherin vom Diamant, wir liebten sie so sehr, weil ihre Hilfe war für alle und ihr Sinn fürs Soziale war beinahe schon legendär. Die alte Enkelmacherin hat jeder kannt am Grund, sogar die Polizei. Ja, aber auch ein Polizeirat ist ein Mensch und ist verheiratet, deshalb fand er nichts dabei. Jedoch es gibt im Leben immer wieder Neider. Die Ärzte haben ihr das Handwerk abgestellt. Die machen heut genau dasselbe, aber leider verlangen's dafür zehnmal so viel Geld. Die alte Enkelmacherin vom Diamantengrund hat das nicht lang ertrun. Und sie ist noch ein paar Jahren leider selbst ein Engel geworden. Und dann haben die anderen Engel sie erschlagen. Hallo!